Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun und jetzt wieder eine Folge mit Arthur, aber zuerst legt er sich mal schlafen. Da fangen wir mal entspannt an, der ist müde. Wir sind immer noch ziemlich südlich und auf der Suche nach dem Panther, den wir unbedingt brauchen. Bevor ich in der Story weitermache, da sehen wir mal zu, dass wir den, ich hoffe, finden. So, ausgeschlafen sieht anders aus. Erstmal Ruf aufs Pferd hier. Muss ich mich mal eben grob orientieren. Ja, da sind wir eigentlich schon richtig, ne? Hier bitte den. War ich hier schon überall? Nee, da habe ich doch noch irgendwas nicht gefunden. Egal. Wichtig ist, ja, die richtige Knarre natürlich. Und dass der Panther perfekt ist. Sonst kann der Kollege im Lager uns nicht die richtige Tasche basteln. So, immer hier die andere Waffe raus. Aber ein Hase. Der ist aber auch nicht perfekt. Das ist ja in der Online-Story, das ist ja in dem Online deutlich einfacher, ne? Ich finde, da gibt es viel perfekte Tiere gefühlt an jeder Ecke. Geht ihr gerne noch so ein perfektes Schweinchen oder so? Oh, warte, was haben wir denn da? Das ist nicht perfekt. Ah, da. Auch nicht perfekt. Oh. Denn auch das brauchen wir am Lager. Oh, hier kleinen Kameraschwenk. Ne? Oh, ich glaube, das Pferd muss ich auch mal füttern hier. Das vergesse ich ja gerne. Ah, packen wir schon mal drauf hier. Na, so viel haben wir doch. Plätzchen. Ja, jede Menge Plätzchen hier. Mal so ein Haferplätzchen. Vielleicht lasse ich das Pferd mal einfach hier. Was habe ich denn da noch drauf? Ach so, der gammelt uns vermutlich ewig. Aber wir brauchen einen perfekten. Also das eine Pferdchen lassen wir da mal stehen. Und hoffen, dass uns hier der andere Panther begegnet. Vermutlich kann man hier irgendwo nachlesen, welche Uhrzeit die beste ist und solche Geschichten. Aber auch genug. Ja, oder wir müssen ein andermal wiederkommen, ne? Okay, my girl. Aber ich denke, so früh morgens, da muss ja doch auftauchen. Hier durch die Büsche. Ja, sieht aber nicht danach aus. Schade, schade. Oh, der ist perfekt. Bestimmt gebrauchen. Ja, prinzipiell können wir ja hier alles gebrauchen. Können es nur nicht mitnehmen, wenn wir nicht die richtige Tasche haben.
geht's. Und wenn nicht, dann gucken wir uns gleich mal woanders um. Aber es sieht nicht danach aus. Was haben wir da? Easy. Vielleicht kommt er deswegen nicht, ja? Ich treffe aber richtig schlecht hier, ja? Und wie gesagt, wenn man hier abnippelt, ist alles weg. Was man auf dem Pferd hatte. Ja, dann looten wir die doch erstmal. Was habe ich denn ja gerade gelesen? Abgesägte Schrotflinte oder was stand da? Abgegriffen, na so, ne, das brauchen wir nicht. Da war der Wunsch der Vater des Gedanken. Oh, Taschenuhr, Dynamit. Ja, das lohnt. Kekse können wir schon nicht mehr mitnehmen. Das für eine Knarre? Okay, haben wir auch schon. Ja, dann machen wir uns hier vom Acker. Der Panther hier vielleicht nicht mehr auf. Dann machen wir eine Erkundungstour. Was soll's denn? Schweinchen. Ein perfektes. Und das ist echt in der Story einfacher, finde ich. Weil da brauchen wir auch noch jede Menge von. Fürs Lager. Ist ja Freitag, dann machen wir uns eine schöne, entspannte Runde hier. Bloß kein Stress. Bisschen durch die Gegend reiten. So, dann schauen wir mal. Perfekten Alligator. Können wir, glaube ich, auch noch gebrauchen. Da ist er. Nicht der, sondern der. Ah, wird schwierig jetzt. Ja, das war's. Zu weit weg. Den müssen wir auch erschießen, sonst frisst er uns. Und das wollen wir ja nicht. Der ist nämlich perfekt. Den nehmen wir am Stück mit. Und dann machen wir uns auf die Socken, glaube ich, zurück zum Lager. Sonst vergammelt er uns bis dahin. Der Kadaver ist, glaube ich, auch nicht mehr so gut. Jetzt können wir mal im Checken. Ja, 2 Sterne. Das können wir ja zur Not mitnehmen, ne?
Und dann, das dauert hier alles ein bisschen länger, ne? Also das Häuten der Tiere. Das ist nicht über online. Das ist hier richtig schwere Arbeit. Und so ist es ja eigentlich auch. Perfekt wäre besser, aber gut. Tja, was mache ich denn jetzt? Oh, habt ihr das gehört? That's cool, girl. Eine Schießerei. Oh, aber da hinten irgendwo, da mischen wir uns nicht ein. Da gibt es richtig Stress. Wir machen uns auf die Socken zum Lager. Sehen zu, dass wir möglichst keinen Stress mehr haben. Und dann gucken wir mal in der nächsten Folge. Ah, ich brauche den Panther, das hilft also eigentlich gar nichts, ne? Habe ich das Pferd hier schon fast überfordert. Dann machen wir mal lieber langsam. Denn da sind wir wohl noch nicht Stufe 4, was? In der Verbundenheit hier. Und da muss man ja immer ein bisschen aufpassen. Das Tierchen nicht überfordern. Hey there, Mister. Martig grüßen. Ja, und das muss ehrlich sein, das zieht sich natürlich in der Story dann ein bisschen, ne? Wenn man was gejagt hat, was perfekt ist, dann muss man es zurückbringen ins Lager. Sonst vergammelt einem das auf dem Pferd. Und dann war die ganze Arbeit und Mühe. Ja. Für die Katz. Und das sind ganz schön weite Wege hier. Was haben wir da? Zwei Sterne brauchen wir nicht. Was ist da schon wieder los? There we go. Ah, hier so ein Eumel. Ja, den Wettkampf, da müssen wir mal eben aufs Pferd die Knarre wechseln. Da brauchen wir was Schnellschießendes, das glaube ich ganz gut. Ja, klingt gut, aber sehe ich alle? Ja, komm, ich versuche das mal. Wir nehmen die Wette an hier. Whoever shoots the most bottles wins, okay? All right, stand alongside me. Soon as you pull your weapon and aim, we let fly. Okay. Warum zielt er da hinten hin? Go. Ich treffe wohl gar nichts. Ich müsste mich vielleicht mal anders hinsetzen. Ja. So. Maybe you were just outgunned. I ain't happy with that, not one bit. What do you say we raise the stakes a little? Ja, komm, Mama, auch noch. Well, that's what I like to hear. Worauf schießen wir denn jetzt? How about this? You shoot four birds out of the sky before. Ach so. Ja, komm. For me, we'll call it a day. Alright, rules are simple. We're doing first to four. You can count to four, I hope.
Stand close. As soon as you see him, start shooting. Stop trying to cheat your... Zu weit weg. Mann, Mann, Mann. Da wollte ich lieber den anderen Vogel scannen. You got a damn good shot, mister. Ja. Here you go. Und schneller kann man das Geld nicht verdienen. Ja, komm, wir nehmen es, oder? Keine Wahl. Ja. Careful now. Next time I may not hold back. Oh, ein schickes Pferd. Ne, könnte man jetzt klauen übrigens. Machen wir natürlich nicht. Was ist hier passiert? Ah, seht ihr, Panther verwest. Der fällt dann nämlich einfach ab. So, das andere Pferd nehmen. Damit sich hier die Verbundenheit erhöht. Deswegen ab ins Lager. Oh nee. Wieder was platt geritten. Ja. Das können wir ja am Stück mitnehmen fürs Lager, oder? Und die ganz mit leer nennen. Wieder auf dem falschen Pferd. Das gibt's doch nicht. Hier müssen wir drauf. So. Nein, und da hinten bei dem Lagerfeuer, da gehen wir jetzt nicht gucken. Jetzt kommen wir ja nie wieder am Lager an. Dauert ja schon wieder alles lang genug. Jetzt machen wir mal eben hier ein bisschen. Oh oh. So kann man sein Pferd übrigens verlieren. Habe ich schon mal geschafft, ja. Nächste Lagerfeuer da unten ignorieren wir auch. Denke ich. Ist die Entspannungsfreitagsfolge auch lang genug? Müssen ja erstmal im Lager ankommen, ne? Ja, ich könnte mich hier noch stundenlang umgucken, aber wir müssen ins Lager. Nicht, dass uns hier der Alligator verreckt. Also verwest. Ja. Tot ist er ja schon. Was haben wir da? Da. Kenn ich nämlich auch nicht. Scannen würde reichen. So. Identify yourself. It's me, Mr. Moore. Genau der bin ich. So. Und jetzt können wir da reichlich spenden. Schon wieder Stress. Warum kommt mein Pferd hier mit rein? To carve a country from man's desire and not some old world juju. Wasn't that a beautiful fantasia, Arthur? If you say so, Dutch. Damn all you. Such a beautiful dream. So poorly rendered.
Tja. Solche Weisheiten brauchen wir, ne? Ah, hallo, Mr. Morgan. Ein wunderschön. So, Spenden. Bring me something soon if you can, Arthur. Was? Hauen wir raus. Das auf jeden Fall. Und jetzt checken wir erstmal. So. Wildschwein, perfekt. Oh, yes. Dann weg. Dann weg. Und hier der komplette Alligator. Good job, Mr. Morgan. Jetzt gucken wir mal, was fehlt uns bei der Verbesserung noch. Ja, da seht ihr's. Einmal Pantherfell, ich hab es nicht. Es ist so traurig. Arthurs Unterkunft. Alligatorschädel haben wir ja schon. Und wir brauchen ihn wieder. Ah, das mit dem Puma lassen wir. Ochsenfell, können wir uns auch noch eins organisieren. Da ist es, ne? Schweineteppich. Einen noch. Sonst sind wir hier, glaube ich, relativ weit vorne. Ja. Elch. Ja gut, wann rennt dann schon mal hier ein Elch über den Weg? So viel ist es nicht mehr. Mr. Morgan. Da habe ich jetzt aber keinen Bock drauf. So, wir checken mal eben das Kontrollbuch. Hier sonst noch einer was gespendet. Oh, Lenny. Was, eine Lesebrille? Für 5 Dollar? Wo hat er die denn gezogen? Ja, aber, ihr seht es, ne? Die anderen machen mit, wenn wir auch was machen. So, Beitrag leisten. Gegenstand spenden, denke ich, ist clever. Da haben wir eine Uhr. Und noch eine. So einen Ring können wir auch mal raushauen. Und das auch. Und schon. Gibt's ein Plus. Tja, sind wir leider mit dem Panther immer noch nicht weiter, aber eines Tages werden wir ihn finden. Das war eine weitere Folge der Story. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun.